Da könnte man glatt das Datum vergessen, was natürlich einem Nachrichtensprecher nie passiert. Und jetzt die Wettervorhersage für morgen Sonntag. Was haben wir morgen eigentlich? 15. März, ja.22 Zuschauer haben am nächsten Tag Wilhelm Wieben Uhren mit Datumsanzeige geschickt. Bislang ohne Geschenk dagegen blieben die folgenden Damen und Herren Kollegen für ihren Beitrag zu Pleiten, Pech und Pannen. Verzeihen Sie. Lieber Arthur, wollen Sie wissen, worum es geht? Eine heitere Geschichte um 23 Uhr. Mit der Rolle der Armee bei der Bekämpfung von Spekulanten und Schwarzmarkthändlern. Guten Tag, verehrte Zuschauer. Der letzte Tag im alten Jahr ist angebrochen und wir im Jahr... Verehrte Zuschauer, hier noch ein technischer Hinweis für den Bild- und Tonausfall des Senders Gründgen. Gründen natürlich. Am Rande der NATO-Tagung gab einem Abend ein hoher US-Bekannter Beamter bekannt, dass die von den Arbeitern durchgesetzten Reformen nicht gänzlich rückgemacht gewerden sollen. Mit unserer beliebten ARD-Talkshow und einer Komödie um zwei Männer, die gerne Großvater wären, wollen wir sie dann noch unterhalten, und zwar bis 2 Uhr früh. Oder bis halb zwei.